Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich hoffe zum letzten Part, in dem wir uns am Verhängnisturm versuchen. Wir haben jetzt Ebene 90 hinter uns gebracht und da konnte ich zum Glück speichern. Das war sehr wichtig. Nun möchte ich wirklich nicht mehr speichern, bis wir kurz vor Arceus sind. Ich denke, das sollte machbar sein. Ich habe jetzt nur noch 4 Richtungszweige. Heißt, die letzten paar Ebenen muss ich mich wirklich auf mein Glück verlassen, dass ich hier selten habe und möglichst schnell die Treppe finden. Ohne Hilfe. Oder ich werde in der Nähe einer Treppe, oder auch nicht, in der Nähe einer Treppe gleich gespawnt. Was heißt gespawnt? Darf ich starten? So. Erstens mal Rosana besiegen. Es könnte eine Gefahr sein. Ich sagte, wir besiegen Rosana. So. Was zur... Lungkiefer? Uncool. Lungkiefer, ich denke, es ist keine Verschwendung, wenn du jetzt hier den letzten Wandelzweig einsetzt. Ich denke, das ist wirklich okay so. Oh, ich habe wieder 3 Startzweige gefunden. Hallo, Vogel. Bam. Ja, vor dem Vogel habe ich noch ein bisschen Respekt, weil ich bin halt... Kleines Pflanzen-Pokémon. Gut, das Klein könnt ihr vergessen, aber trotzdem. Das gleich da unten ist okay. Shit. Nein, oh, ich bin einen Schritt zu weit gegangen. Scheiße, hört jetzt auf damit. Es lebt immer noch. Okay, ich mache es platt. Bam. Reicht immer noch nicht. Okay, aber Schana schafft es. Okay. 93. Ich bin leicht nervös, muss ich sagen. Oh, komm schon. Schana, komm einen Schritt hoch. Und nun versuche es mit... Walzer, komm. Ja, klasse. Ich bleibe gleich bei Schana und dann kann sie mit Flammenwurf dieses Vieh hier grillen. Und Walzer. Klasse, 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 klasse. Okay, und du halt noch ein bisschen durch, Flunkiefer, ja? Ich werde jetzt mal... Shit, der Hagel. Den habe ich jetzt nicht berechnet. Und Flunkiefer nimmt jetzt ständig Schaden. Oh, was kommt da unten? Oh, was kommt da unten? Schade, da kommt noch ein Schritt hoch. Donphan. Schade, du hast nicht getroffen. Das war nicht so cool. Okay, und ich denke, wir sollten doch einen weiteren Richtungszeig verschwenden. Okay, wir nehmen den oberen Weg. Wären wir eigentlich eh gegangen, aber macht nichts. Ein Flunkiefer. Soll ich ihm... Oh, wir gehen besser weg. Habe ich noch Siedelbeeren? Wenn ja, dann bestimmt nicht mehr viel. Sehen das uns da kurz an. Nee, habe ich natürlich nicht mehr. Klasse. Halt, das habe ich da noch. Zink. Spezialverteidigung erhöhen. Nehme ich. Ja, ich hätte auch Flunkiefer geben können. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann... kämpfen halt nur Schana und ich. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, ich stelle mir diesen Kampf nicht zu leicht vor. Es könnte nämlich gerade sein, dass ich mir das ein bisschen zu einfach mache. Klar, ich bin Level 97, aber trotzdem fühle ich mich hier jetzt nicht unbedingt sicher, muss ich sagen. Halt, noch kurz Synthese und dann gehen wir weiter. Wenn das Pokémon da oben schon schläft, dann nutze ich das aus. 95. Und das tun wir gleich die Treppe. Oh ja, oh ja, oh ja. Sehr schön. Jetzt müssen die Richtungszweige eigentlich gleich ausreichen. Glaube ich. Wenn nicht, dann eben nicht. 3. Doch müsste er... Fuck. Jetzt habe ich einen R-Star-Zweig verschwendet. Shit, jetzt habe ich nur noch einen. Also R-Star-Zweig. Ja, nee, ist okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nein, nein, nein. Oh, shit. Das trifft mich jetzt, oder? Ist aber nicht so wild. Es trifft! Es trifft alle. Okay, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. So viele Belebersamen habe ich eigentlich noch nie verschwendet, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es könnte eng werden. Jetzt habe ich nur noch einen Richtungszweig. Einen. Oh, shit. Ja, ich setze ihn ein, komm. Busch. Da oben. Dann müssen wir diese Viecher hier platt machen. Ich glaube, ich hätte noch einen R-Star-Orb, aber... ich weiß nicht.
Okay, das war gut. Schaden erledige ich das Vieh. Ja, super. Oh, super. Elixier. Und ich esse jetzt einen Apfel. So, einen guten Apfel sogar. Kommt bitte mit jetzt. Gehen wir. Oh, du auch nicht. Nicht du auch noch. Ja, okay, Ladevorgang ist mir egal. Kann ich damit leben? Und jetzt frisst das hier. Natürlich wieder nicht getroffen. Komm schon. Flunkiefer, es wäre nett, wenn du auch was machen würdest ab und zu. Nur wenn es dir nichts ausmacht, ja. So, dann gehen wir hier hoch und hier lang und da lang und dann haben wir die Treppe gefunden. Level 98. Was heißt Level? ich habe jetzt keine Richtungszweige mehr. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ein Lamb Orb. Nutze ich und dann verschwind... Flunkiefer, bist du blöd? Warum macht Flunkiefer so einen Scheiß? Warum macht Flunkiefer so einen Scheiß? Ich wollte jetzt weggehen, aber... Hallo, niemand trifft. So, ich habe getroffen. Okay, war gut. Jetzt auf das Zobiris platt machen. Und dann müssen wir möglichst schnell die Treppe finden. Und dann werde ich... Oh, Panzeron. Hallo. Ja, dann muss ich alle Pokémon noch mit einem Elixier total bereit machen. Und dann wird gespeichert. Was bist du da unten? Oh, da ist ja die Treppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, machen wir das Vieh hier platt. Schauen noch, was das hier ist. Durchatmer gefunden. Okay, ist jetzt nicht mehr wichtig. Okay. Okay, okay. Kurz mal sortieren. Ich brauche auf jeden Fall ein Elixier. Ja, ein normales reicht fürs Erste. Da kommt schon wieder was. Schana kriegt so eines und Flunkiefer kriegt mal noch gar nichts. Okay, ich nehme gleich nochmal eins, wenn das Vieh hier kaputt ist. Würde ich sagen. Oh, komm schon. Wir müssen das Vieh jetzt klein kriegen und dann speichern. So. Soll ich gleich nochmal eins nehmen? Nee, ich glaube, das reicht. Okay. Wir speichern. Gott sei Dank können wir speichern. Oder wir können noch das hier verschwenden. Erhöht KP leicht. Flunkiefer? Was? Ja, verwenden bei Flunkiefer. Das Ganze gleich nochmal. Verwenden bei Flunkiefer. Und dieser Sipal hier macht was? Auch mehr KP. Nee, was tue ich da? Verwenden, ja. Bei mir. Und der letzte. Der gibt auch mehr KP. Nehm ich. So, und jetzt wird gespeichert. Moment, sind wir wirklich am Schluss? Weitergehen. Was? Warum steht da nichts? Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Ich werde hier speichern. Ist egal. Die nächste Ebene ist mir egal. Ich werde jetzt hier speichern. Im Normalfall steht doch keine Rettung mehr möglich auf der nächsten Ebene oder da wartet jemand. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Vermutlich ist es wirklich die 100. Ebene, auf der Arceus wartet. Aber das möchte ich jetzt nicht riskieren. Möchte ich jetzt wirklich nicht riskieren. Oh Gott sei Dank. Was? Ich muss nicht kämpfen? Ich muss nicht kämpfen? Ich muss nicht kämpfen! Leute, ich muss nicht kämpfen! Oh, du bist dem mysteriösen Pokémon Arceus begegnet. Wir müssen nicht kämpfen. Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht, Leute. Du bist wirklich weit gekommen. Dies ist das letzte Mal, dass du mittels der Konnexosphäre eine Verbindung knüpfst. Mein Name ist Arceus. Sicher kennst du die Legenden über mich. Ich konnte mich von deiner Redlichkeit überzeugen. Ich bin stolz auf dich. So lass mich an deiner Seite schreiten. Damit hast du alle Verbindungen geknüpft, die es zu knüpfen galt. Die Konnexosphäre leuchtet zum letzten Mal auf. Und wir sind verbunden mit Arceus. Yes! Team Greenfire und Arceus sind jetzt miteinander verbunden. Du bist jetzt mit allen Pokémon verbunden. Danke, Spiel. Oh, das war jetzt echt übel.
Aber ich musste nicht gegen es kämpfen und das war... Ich find's eigentlich schade. Ich hätte es gern bekämpft, muss ich sagen. Ich hätte es wirklich gern bekämpft. Aber wenn nicht, dann ist auch gut. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Speichern aber natürlich. Jetzt bin ich gespannt, was ich noch tun könnte, theoretisch. Deswegen machen wir noch kurz... Ah, seht ihr da? Unten im Bild, ich habe jetzt da ein... Was weiß ich, ein Abzeichen halt. Das ist gut zu wissen. Lass uns heute alles geben, Freunde. Jawohl! Der Katschak-Turm wurde aktualisiert. Was? Was? Was steht jetzt da? Moment, erst möchte ich Arceus ansehen. Verbunden 779, wie geil. Ah, schön. Aber Arceus noch betrachten. Arceus. Geowurf, Kosmikkraft, Bärenkräfte und Strafattacke. Jan ist auf Level 100. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, was will der Katschak-Turm von uns? Sehen wir natürlich nach. Unglaublich, du hast alle Forscheraufträge auf dieser Welt erledigt. Ja, weil niemand braucht jetzt mehr unsere Hilfe. Alle können auf sich selbst aufpassen, offenbar. Finde ich gut. Eine fantastische Leistung. Und als Belohnung kannst du dir nun über den Katschak-Turm aussuchen, wohin es als nächstes gehen soll. Was? Was? Was kann ich jetzt hier? Ah, ich muss jetzt nicht mehr zu Lapras, ich verstehe. Wow, klasse. Super. Super, Loon. Naja, warum nicht? Muss ich nicht immer zu Lapras rennen? So, Konnexosphäre noch kurz prüfen. Alles. Alles. Weltkarte prüfen. 100%. Überall ein Häkchen. Und? Schätze. Alles. Alles haben wir. Okay, Leute, ich kann euch spoilern, es ist noch nicht der letzte Part. Es gibt noch etwas, das ich mit euch gerne machen würde. Aber wir haben in diesem Spiel alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Wir haben alle Dungeons, wir haben alle Pokémon. Ja, wir haben wirklich alles, 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 alles. Ich verkaufe jetzt hier noch ein bisschen Zeugs. Das da und den Rest kann ich dann eigentlich ablegen. Aber das mache ich dann für mich alleine. Aber ist Lapras noch da jetzt, oder? Ja, nein, vielleicht. Doch, Lapras ist noch da, natürlich. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Wir haben es geschafft. Wir haben alles, was man hier erreichen kann. Aber nochmal, es wird noch mindestens einen Part oder vielleicht noch mehrere geben. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall habe ich noch was im Kopf, das ich mit euch ausprobieren möchte. Und ich möchte noch sehen, wie viel Geld das ich habe. Ablegen, alles. 226.459 Gold. Das ist cool. Ja, ich möchte nicht so viel mitnehmen eigentlich. So, ich nehme 1111 Gold mit. Einfach, dass ich was dabei habe. Aber okay, Leute, das war's für heute mit dem erfolgreichen Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.